Ja, hallo und herzlich willkommen zur Nordischen Sprotte. Wie man sehen kann, ich bin nicht zu Hause. Ich bin in Dänemark, habe jetzt endlich eine Woche Urlaub und bin auch jetzt auf Entzug. Und zwar seit gestern verzichte ich auf Zucker. Ich habe auch meine Mutter mitgenommen, die soll aufpassen, dass ich nicht schummel. Ich hoffe, ich hätte es auch sonst nicht gemacht. Der gestrige Tag war ganz okay. Schlimmer wurde es abends, da merkte ich diese innere Unruhe, dieser klassische Entzug. Und da wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte. Letztendlich bin ich spazieren gegangen, weil ich hatte auf nichts Lust. Weder lesen, noch Videos gucken oder stricken, gar nichts. Also man merkte das richtig. Ich wollte eigentlich mich aufs Sofa legen, meine Teilchen, meine Kuchenteilchen essen, die ich mir hier immer geholt habe. Schokolade, Lakritzen, sonst was, aber es gab nichts. Ich habe nachher noch ein schönes Abendbrot für uns gemacht, ein gesundes Abendbrot. Und ja, erstaunlicherweise habe ich dann auch besser geschlafen. Es ist schon lustig. Heute geht es schon ein bisschen besser. Ich muss gleich auch noch mal kurz zum Kaufmann, aber auch nur um Eier und noch mal zu gucken, ob ich ein paar Heidelbeeren bekomme. Also nichts Verdächtiges. Ja, und es ist wie gesagt das Wetter. Ist heute ein bisschen kühler, aber es soll jetzt die nächsten Tage wieder wärmer und toll werden. Das heißt, ich werde auch baden gehen. Und ja, und ich hoffe auch, dass ich mich ein wenig erholen werde, weil das merke ich, dass ich das absolut brauche. Ich bin wirklich, wirklich kaputt. Und auch diese ganze Ernährungsgeschichte. Ich muss zugeben, es war schon ein bisschen anstrengend und ich arbeite jetzt ja auch weniger als Fußpflegerin, weil das auch alles irgendwie ja, zu viel war und jetzt muss ich mal gucken. Also das erste Ziel ist jetzt wirklich, meine Ernährungsumstellung beizubehalten. Das klappt super. Und halt endlich von diesem Zucker so wegzukommen. Und es macht bis jetzt einen guten Eindruck und ich bin zuversichtlich, was das angeht. Ja, ich wünsche euch alles Gute, eine schöne nächste Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns dann nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder. Bis dann, hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo, freue ich mich drüber. Bis dann, tschüss!